Wenn Sie nachschauen wollen, ob Ihr Titel noch frei ist, also Ihr Buchtitel noch frei ist, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Das eine oder andere offene habe ich Ihnen ja schon gezeigt. Das heißt, Sie gehen über Google, vor allen Dingen über Amazon oder andere Buchportale wie buch.de oder ähnliche. Wenn Sie dort Ihren Titel eingeben, dann wirft Ihnen eben das Portal entsprechende ähnliche Titel aus und Sie bekommen einen Überblick. Es gibt auch eine ganz offizielle Seite, dies zu tun, nämlich das sogenannte Verzeichnis lieferbarer Bücher. Und dazu habe ich Wikipedia mal aufgerufen, um nachzuschauen, was das denn ist. Das zitiere ich Ihnen ganz gerne einmal. Das Verzeichnis lieferbarer Bücher, abgekürzt VLB, in Englisch German Books in Print, ist ein Katalog des deutschen Buchhandels, der über 1,2 Millionen deutschsprachige und teilweise auch fremdsprachige Titel mit bibliografischen Angaben umfasst. Daneben enthält das Verzeichnis auch CD-ROMs, Hörbücher, Kalender, Karten und Zeitschriften und andere Buchhandelsartikel. Das VLB verzeichnet lieferbare und bereits angekündigte Titel, die in Verlagen, im Selbstverlag oder im Book-on-Demand-Verfahren verlegt werden. Nicht mehr lieferbare, sogenannte vergriffene Titel, sind nicht verzeichnet. Ja, also über dieses VLB können Sie sehr exakt nachschauen, welche Titel vorhanden sind, respektive auch, welche Titel geplant sind. Das kann ja sehr spannend und interessant sein. In diesem VLB werden Titel verzeichnet, die mit einer sogenannten ISB-Nummer versehen sind. Um was es sich dabei handelt, das können wir kurz wiederum bei Wikipedia nachschauen. Die ISB-Nummer ist die sogenannte internationale Standardbuchnummer. Und diese internationale Standardbuchnummer, abgekürzt ISBN, ist eine Nummer zur eindeutigen Kennzeichnung von Büchern und anderen selbstständigen Veröffentlichungen mit redaktionellem Anteil, wie beispielsweise Multimedia-Produkte oder auch Software. Also, so Sie denn eine ISBN-Nummer im Eigenverlag für Ihr Buch verwenden. Solche ISBN-Nummern können Sie für eine einmalige Veröffentlichung für etwa 80 Euro bestellen. Geben Sie bei Google einfach ISBN-Nummer bestellen ein und Sie kommen auf den richtigen Pfad. Oder Sie bekommen solche Nummern, wenn Sie über einen Fremdverlag arbeiten, auch automatisch von dem Verlag entsprechend zugewiesen. Schauen wir uns gemeinsam an, wo Sie das VLB-Verzeichnis nutzen können. So zum Beispiel unter www.buchhandel.de. Geben Sie diese Webadresse ein und Sie kommen auf die Seite des Deutschen Buchhandels. Und dort sehen Sie zwei Bereiche. Das eine ist ein Verzeichnis von buchhandel.de und das andere ist das Verzeichnis Libreka. Auch dort können Sie entsprechend Bücher und auch E-Books recherchieren. Gehen wir mal in unsere Richtung. Ich nehme dazu mal einen Titel von mir, nämlich So ticken wir. Da muss noch ein kleiner Abstand rein, damit es auch funktioniert. Jawohl, und gehen wir einfach mal in die Suche. Sie sehen, hier tauchen weitere Kriterien auf, die ich eingeben kann, unter anderem auch die ISBN-Nummer. Oder die ISP-Nummer muss es ja genau heißen. Auch darüber finden Sie entsprechend Titel. Ausgeworfen werden aus dem VLB, aus diesem Verzeichnis, das ich vorhin genannt hatte, zwei Titel, in denen die Begrifflichkeit So ticken wir vorkommt. Einmal dieser Titel. Hier existiert der Wunschtitel von mir, mittlerweile ja veröffentlicht, als Untertitel. Also kein Problem für mich. Und hier ebenfalls ein Titel, der im Haupttitel anders klingt und diese Formulierung So ticken ist eben nur im Untertitel vorhanden. Also von der Seite her mal keine Probleme für meinen Titelwunsch, wenn Sie so wollen. Nun setzen wir die Recherche in dem zweiten Feld fort, geben dort den gleichen Titel ein und sehen, was er uns da auswirft. Hier bekomme ich
für das Thema So ticken wir 6808 Treffer. Das liegt darin, dass auch nur Teile dieses Titels, Teile des Begriffs, die in einem Titel vorkommen, entsprechend gelistet werden. Also ergänze ich oder vertiefe ich das Ganze und setze es in Anführungsstriche. Denn ich möchte ja ausschließlich meinen Titel 1:1 aufgefunden wissen. Hier ergibt sich das unter allen Kategorien, ergeben sich 12 Treffer. Auch das liegt daran, dass das System auch danach sucht, wo dieser Begriff, der Gesamtbegriff im Buch überhaupt vorkommt. Also hier nicht im Titel. Auch nicht im Untertitel, sondern irgendwo im Text. Bedeutet aber auch eine Anregung für mich, zu schauen, welche Titel könnten für mich interessant sein. Das könnte ich mir dann näher anschauen. Interessant sein heißt zur Recherche möglicherweise und zur Ergänzung dessen, was ich schreiben möchte. Hier sind weitere Titel, auch weder im Haupt- noch im Untertitel vorhanden. Hier ebenfalls nicht. Hier ebenfalls nicht und so weiter. Also so kann ich das Ganze genauer eingrenzen und suchen. Gehe jetzt von alle Kategorien nochmal auf die Kategorie E-Books, um das auch nochmal gesichert zu prüfen. Klicke hier nochmals auf Finden. Und Sie sehen, hier ergibt es 5 Treffer. In keinem der Haupttitel, nicht einmal im Untertitel, wie Sie sehen, ist das vorhanden. Auch hier treten teilweise wieder dieselben Werke auf, die schon unter den Gesamtverzeichnissen aufgetaucht sind, weil es sie eben auch als E-Books gibt. Und hier sehe ich auch die Stelle, wo die Formulierung im Werk vorkommt. Also sehr interessant, zum einen zur Absicherung der eigenen Titelrecherche, zum anderen aber auch, um auf Werke hinzuweisen, auf Bücher, die sich mit dem Thema im engeren oder weiteren Sinne beschäftigen. Und insofern ist es eine Inhaltsrecherchehilfe vom Feinsten.